Auf dem Motorrad durch den Weinberg. Die Mainzerin Eva Vollmer mag es gerne unkonventionell. Innerhalb von nur 2 Jahren ist die 28-Jährige zu einer der erfolgreichsten Winzerinnen Deutschlands aufgestiegen. Für den Weinführer Gourmillot ist sie die Neuentdeckung des Jahres 2010. Zum ersten Mal trägt eine Frau diesen Titel. Wir stecken da unheimlich viel Emotion rein. Also es ist ein ganz junges Weingut. Ich habe nichts zu verlieren. Ich kann das machen, so wie ich es gerne möchte. Also ob das jetzt Marketing und Flaschen sind oder auch die Stil des Weines. Es ist einfach, es steckt unheimlich viel Eva Vollmer halt in der Flasche. Die Familie besitzt die Weinberge schon lange, aber bis vor 2 Jahren hat sie ihre Trauben immer an eine Winzergenossenschaft abgegeben. Eva Vollmer hat das geändert. 2008 produziert sie ihren ersten Wein mit großem Erfolg. Das Geheimnis: weibliche Intuition. Ist es der Wein, so wie ich mir vorgestellt habe? Braucht er noch eine Zeit lang, um so zu werden? Kommt er jetzt schon auf die Flasche oder darf er noch? Und es ist irgendwie wie so ein kleines Kind, das man dann im Keller hat und versucht dann den Entwicklungsprozess zu steuern und zu überwachen. Klein, aber modern. Auf dem Hof ihrer Eltern hat Eva Vollmer ihren Weinkeller eingerichtet. Es braucht nicht immer eine lange Tradition, um gute Weine zu machen. Ja, also ich bin schon zufrieden mit diesem Wein hier. Silvaner Selektion ist das. Der darf noch ein bisschen im Fass liegen, auf jeden Fall. Und ja, im September kommt er dann auf die Flasche. Auch wenn ihre Eltern keine Winzer sind, interessiert sich Eva Vollmer schon früh für Wein. 2003 wirbt sie als rheinhessische Weinkönigin für die Spitzenweine der Region. Jetzt produziert sie selbst welche. Mit Winzerausbildung, Diplom und demnächst auch einem Doktortitel hat sich Eva Vollmer ihren Platz in der einstigen Männerdomäne Weinbau gesichert. Man kann blind nicht einen Männerwein von einem Frauenwein unterscheiden, das auf keinen Fall. Aber die Entscheidungsfindung ist ein bisschen anders. Oder der Weg zum Wein. Frauen entscheiden, denke ich, oder merke ich an mir selbst, sehr viel emotionaler. 50 Kilometer entfernt, Langenlohnsheim im Nahetal. Hier produziert Annette Klosheim deutsche Premiumweine. Die 32-Jährige stammt aus einer traditionsreichen Winzerfamilie und findet den Erfolg junger Frauen sehr plausibel. Frauen sind zum einen sehr ehrgeizig, haben auch eine sehr feine Zunge und Nase. Es ist eigentlich wissenschaftlich erwiesen, dass die Frauen die besseren Verkoster und Probierer sind. Also ich denke, da sind einfach viele Voraussetzungen, um einfach später einen guten Wein zu machen. Auf dem 150 Jahre alten Traditionsweingut ihrer Eltern lernt Annette Klosheim viel über den Winzerberuf. Später studiert sie Weinwirtschaft, unter anderem in London. Dann übernimmt sie einen Teil der Weinberge ihres Vaters. Er ist mir nicht gleich um den Hals gefallen. War natürlich auch erstmal skeptisch und hat das sehr kritisch beäugt, was da auch gerade so im Weinberg vor sich geht. Aber mit dem ersten Erfolg, auch gerade letztes Jahr eine Riesling-Entdeckung bei einem großen Weinmagazin gewonnen zu haben, ja, da ist natürlich stolze Vaterbrust, das kann man nicht anders sagen. Mit ihren Weinen möchte Annette Klosheim neue Zielgruppen erschließen. Zum Beispiel junge Leute, die zu viel Respekt vor dem Wissen von Weinkennern haben. Bei Weinproben vermeidet sie deshalb, in den abstrakten Jargon der Weinkenner zu verfallen. Also ich versuche einfach Genussmomente, Genussanlässe aufzuzeigen, wo der Wein verwendet werden kann, gebe zum Beispiel Rezepte passend zum Wein heraus und solche Dinge. Und das sind einfach so kleine Punkte, wo ich einfach andere Wege gehe. Auch Etikett deutlich moderner, aufgeräumter, peppiger, um einfach da auch junge Leute im Speziellen natürlich heranzuführen an den Wein. Zwei Frauen, zwei Konzepte, eine Leidenschaft. Mit unkonventionellen Methoden gehen Eva Vollmer und Annette Klosheim dem nächsten Spitzenwein entgegen.